Marinekapitän weinten über Funkenkinder. Die Mannschaft brachte mich nicht zu prüfen, ob ihre Familien zu den Überlebenden gehörten. Aber ich konnte nichts tun. Manche U-Boote sind entschieden, Rache zu nehmen und begaben sich zu ihren Abschluss. Hallo, alles klar, nehme ich an? Zumindest geht's nicht schlecht. Dass weiteres Töten sinnlos wäre, weil die Menschen... Artyom, bitte! Mein Sohn ist krank. Hast du nicht ein paar Patronen übrig? Ich zahle sie dir zurück, sobald ich kann. Danke, Artyom. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Schau mal, das ist ein richtiger Helm für Sie. Dir da ist auch nicht schlecht. Guten Soldaten. Der ist genau richtig. Im Krieg ist die Waffe der beste Freund der Soldaten. Ist Ihr Leben für Sie so wertlos? Na gut, aber Ihr Tod wäre für jene, die Sie zurücklassen, sehr teuer. Ein bisschen teuer, ne? In Ordnung, bedienen Sie sich. Es gibt eine große Auswahl und nur in unserem Land. Irgendwas daran gefällt mir nicht. Etwas Besseres werden Sie nicht finden. Glauben Sie mir, ich weiß es. Ich weiß nicht so. Ganz nach dem Lehrbuch. Ja, was brauchst du? Scheiß auf das Buch. Deshalb erzähle ich das ja. Wir gingen los. Nach halber Strecke hing das Seil zum Hintermann plötzlich lose. Wir riefen nach ihm. Nichts. Toljan, der in die Mitte ging, zog das Seil zu sich. Es schien abgebissen zu sein. Die hintere Wache weg. Keine Spur, kein Geräusch, einfach weg. Toljan starrte das Seil an, zitterte vor Angst, bis ich ihn wegzog. Selbst als wir den Tunnel verließen, sagte er kein Wort. Hat er bis heute nicht mehr getan. Oh mein Gott! Das hat mich eines gelehrt. Wenn du an der Reihe bist, kann niemand dich retten. Deine Truppkameraden machen dich nur langsamer oder bilden ein größeres Ziel. Jetzt gehe ich also allein auf Patrouille oder zu zweit. Ausgenommen der Tunnel zwischen der trockenen Station und der verfluchten Station. Das ist ein Sonderfall. Schweinefilet, auch ganz frisch, ha? Alles ist frisch. Kommen Sie her und wählen Sie aus. Nun, mein Schatz, was soll Papa dir holen? Ein Ball und ein paar Buntstifte und Süßigkeiten. Okay, Papa? Gute Wahl. Einverstanden. Aber nur, wenn du dich benimmst, okay? Sei lieb zu deiner Mama. Perfekt. Und hör zu Hause auf sie. In Ordnung? Sie haben recht. Das ist genau, was der Arzt verschrieben hat. Wie auch immer. Wenn du es sehen kannst, kannst du es auch töten. Und auch noch frisch. Eine gute Waffe ist der beste Partner. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufbold. Was willst du? Du säufst, als ob es kein Morgen gibt. Und es wird keins geben, wenn du deinen Hintern nicht nach Hause bewegst. Verpiss dich! Gehen wir! Bewegung, du Suffkopf! Lass mich in Ruhe, ich krieg das selber hin. Da hast du aber eine glückliche Familie. Ich habe die beste Auswahl und perfekte Kundenzufriedenheit. Aber gehen Sie ruhig und kaufen Sie bei einem anderen Händler. Sie bekommen, wofür Sie bezahlen. Aber letzte Woche hatten Sie die gleiche Ware zu einem kleineren Preis. Klarer Handel! Ja, möchten Sie etwas? Wenn es das war, dann stehen Sie nicht länger hier herum. Gehen Sie weiter. Kommen wir wieder. Ich habe alles verloren. Sie werden es alles bereuen. Das garantiere ich Ihnen. Erstklassige Waren, bezahlbare Preise. Nun, ich werde darüber nachdenken. Hey, wer ist da?
Du bist es, Artyom. Lass mich etwas ausruhen, ja? Ich muss bald auf Wache. Warum? Wie konnte das passieren? Alles ist frisch. Kommen Sie her. Du schließt dich der Karawane an, Arthur. Dann viel Glück. Artyom, wo ist deine Ausrüstung? Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Artyom, geh zur Waffenkammer. Hallo, Artyom. Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Er scheint völlig inkompetent zu sein. Als wenn du als Soldat geboren wärst. Jeder kann alles lernen. Nein, nur wenn du dafür geschaffen bist. Wenn nicht, bist du für den Rest deiner Tage ein Putzmann oder so. Du hast zwei Hände, hast einen Kopf, hier ist deine Waffe und los, los, los! Keine Angst, es ist immer die gleiche alte Geschichte. Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 5,45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Ich habe Moskau nie gesehen, nur die alten Bilder. Moskau ist weg. Und bald werden wir auch weg sein. Und die Monster werden die Erde übernehmen. Aber es gab noch andere U-Bahnen. In St. Petersburg, Minsk, Kiew. Vielleicht haben auch anderswo Leute überlebt. Zumindest eine Weile. Aber
Es sind so viele Jahre vergangen und wir haben nichts von ihnen gehört. Die anderen Städte hatten keinen Verteidigungsring wie Moskau. St. Petersburg war so eine großartige Stadt. Die Kathedrale und die Admiralität mit ihrem Turm. Ich erinnere mich an die Sommernächte auf dem Nevsky-Prospekt. Leute, Gelächter, Kinder mit Eis, schöne, schlanke Mädchen. Die Musik und die Luft so süß, dass man sie trinken konnte. Was für eine wunderschöne Welt wir zerstört haben. Wie geht es dir, Artyom? Hi, Artyom. Wie wäre es mit einem Ferkel? Ein mächtig feines Haustier, muss ich sagen. Ich hab dir gesagt, du sollst sie festhalten. Hab ich. Du schließt dich der Karawane an? Dann viel Glück. Artyom! Hierher! Beeilung!